Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang möchte ich mich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch bedanken fürs Liken, fürs Abonnieren, fürs liebevolle Kommentieren, für die Wertschätzung, die ihr mir und meinen Kanal auf verschiedenen Wegen entgegenbringt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, heute zum Sonntag schauen wir wieder gemeinsam auf die kommende Woche. Und zwar ist es die Woche vom 18. bis 24. März, wo wir wieder gemeinsam mit Tarot und Lenormand schauen, was denn diese Woche für uns so zu bieten hat, was diese Woche für uns so bereithält. Und zwar kannst du wieder von Montag bis Sonntag schauen oder es ergibt für dich eine komplette Wochenbotschaft. Und am Ende schauen wir wieder gemeinsam unter die Kartendecks. Es ist wie immer eine allgemeine Legung, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und ihr solltet auch nicht diese Energie unbedingt in diese Woche pressen. Die Zeit ist fließend, das Universum kennt weder Zeit noch Raum. Ne? Für manche ist die Energie schon da gewesen, manche stecken gerade mittendrin, für manche kommt die Energie erst noch in den nächsten Tagen, Wochen oder vielleicht sogar Monaten, je nachdem, wann du dieses Video hier schaust. Alle Videos sind ja bei mir zeitlos und es findet die Botschaft zu dir, die gerade wichtig ist. Ich versuche auch wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht immer gelingt, dann dreht euch das bitte um. Und da ich ja als Frau sitze und für euch fürs Kollektiv lege, deute ich die weiblichen Karten immer für den Zuschauer und die männlichen Karten immer für das Gegenüber, egal welchen Geschlechts du bist. Ich versuche das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser in eure Situation umdrehen, umdenken und umdeuten könnt. Gut, dann ist das Vorgeplänkel erledigt und wir starten in die erste Karte in der kommenden Woche. Und dann habe ich hier die 9 der Schwerter. Die 9 der Schwerter, also mir kommt gerade so eine Energie rein, du sollst deine Ängste loslassen, du sollst deine negativen Gedanken loslassen, du sollst den Schmerz loslassen, du sollst das Leid loslassen. Also das kommt mir hier so wie so ein Abnabelungsprozess vor, wie so ein Trauerprozess vor, in dem du vielleicht schon lange steckst, in dem du vielleicht schon lange verweilst. Und du siehst es auch direkt vor dir, ne? Also du beschäftigst dich da schon lange damit. Mit deinen Ängsten, mit deinen negativen Gedanken, mit etwas, was dir mal passiert ist, wo dir Leid und Schmerz widerfahren ist. Und die 9 der Schwerter, das ist ja auch so ein Gedankenkarussell, ne? So ein Kopfkino, was du immer hast, wo du dir vielleicht auch das Worst-Case-Szenario ausmalst. Ne? Also das darf jetzt verabschiedet werden. Ja, lag vielleicht auch eine sehr belastende Zeit, liegt hier hinter dir, ne? Ich habe hier die Berge im Hintergrund. Aber das, was ich dir gerade sagen soll, du hast es geschafft, du hast es überlebt, du hast es überstanden. Bist über diese Berge hinweg. Das muss nur irgendwie noch in deinem Kopf ankommen. Ich glaube, in deiner Seele, in deinem Herzen ist es irgendwie schon. Da hat sich das schon transformiert, aber in deinem Kopf ist es noch nicht so richtig angekommen. Ne? Schwertenergie ist rationale Energie, ist Kopfenergie. Also die Berge liegen hinter dir. Du hast es geschafft. Du musst dich hier mit dem, was du hier noch vor dir hältst, eigentlich nicht mehr beschäftigen. Du bist auch tief durch den Seelenprozess gegangen. Das sagt mir hier dieser Wolf an dieser Seite. Das ist ein tiefer seelischer, transformativer Prozess, der hier stattgefunden hat. Und jetzt darf es hier nur noch im Kopf ankommen, du darfst es loslassen. Du darfst deine Ängste loslassen, du darfst diese negativen Gedanken, dieses Worst-Case-Szenario loslassen, du darfst diesen Schmerz loslassen und dieses Leid loslassen. Egal, was diese Berge für dich hier bedeuten, ne? Das ist für jeden anders. Hier hat jeder andere Blockaden gehabt, hier hat jeder andere Berge erklommen und das darfst du jetzt loslassen. Im Kopf, also Geist und Seele, ne, das hat schon transformiert, aber so körperlich im Kopf, da darf es noch losgelassen werden. Und das ist wie so ein Moment, wo das dir dann, wie so, ich sehe gerade eine Glühbirne vor mir, die erleuchtet aufgeht, wo du denkst, ja, jetzt ist es soweit, jetzt kann ich es ziehen lassen. Das muss oben noch, irgendwie muss da noch ein Schalter umgelegt werden. Und dann habe ich hier den Tod. Und der wird umgelegt werden. Der Tod kann für das Sternzeichen Skorpion stehen. Transformation. Hier passiert Transformation.
Was sagt das Universum? Man kann es ja nicht mal mit ansehen. Hier wird immer noch gedanklich daran festgehalten. Jetzt wird es hier durchtrennt. Ne? Hier hat der Tod hat ja schon die Sense mit, also das wird abgetrennt. Wie so ein. Jetzt kriege ich gerade Men in Black rein. Habt ihr bestimmt alle gesehen? Mit diesem Geblitz-Dingsbums, ne? So haben sie es ja genannt, wo die dann diesen Stab haben, wo es dann einmal blitzt und wo man dann so das Negative vergisst, ne? Also du darfst dir hier auch eine schöne Vergangenheit erschaffen. Das, was war, das war, ne? Aber du darfst dir das auch umgestalten, ne? Mit diesem Blitz, der alles erhellt, wo das ausgelöscht wird, und dann darfst du dir eine schöne Vergangenheit kreieren. Dadurch kreierst du dir auch ein schönes Hier und Jetzt und dadurch kreierst du dir auch eine schöne Zukunft. Also der Tod nimmt es mit. Das, was hier liegt, wo du noch trauerst, wo du noch Schmerz hast, was noch in deinen Gedanken ist, das wird hier transformiert. Das ist ein Stirb- und Werdeprozess. Du hast ja genug getrauert, du hast ja genug nachgedacht, du hast hier genug gelitten, das wird jetzt mitgenommen. Ne, das alte darf sterben, damit was Neues, Schönes geboren werden kann. Das sagt diese Karte. Hier ist schon einer unterwegs mit der Sense und cuttet diese negativen Gedanken, diese negativen Erinnerungen. Ne, und ich kriege, wie gesagt, Men in Black rein. Okay. Und dann habe ich hier die fünf der Schwerter, wieder Kopfenergie. Das hat vielleicht mit etwas zu tun, wo du in der Kommunikation keine Wertschätzung erfahren hast, keinen Respekt erfahren hast, wo dich jemand mit seinen Worten niedergemetzelt hat, wo dich jemand mit seinen ihren Worten immer wieder verletzt hat. Das kann aber auch, du könntest aber diesen Menschen auch genauso mit deinen Worten verletzt haben. Ne? Also schau da mal bitte auf deine Situation. Also die Fünf der Schwerter, das ist eine Kommunikation, die metzelt nieder. Die diskutiert dich an die Wand. Die weiß auch genau mit der Skorpionenergie, wo deine schmerzhaften Punkte sind. Und dort setzt sie das Schwert an und rammt es nochmal rein. Sind die Fünf der Schwerter. Eine ganz niedere Kommunikation, das ist keine konstruktive Kommunikation, das ist Kommunikation auf einem niederen Niveau, die genau weiß, wo deine schmerzhaften Punkte sind und dort setzt das Gegenüber, mit dem du gerade kommunizierst, an und rammt das Schwert rein. Na, und das möchte sich jetzt transformieren, das möchte sich jetzt in Wohlgefallen auflösen. Ja, und genauso hast du dann vielleicht scharf geschossen. Ne, wenn dich jemand angetriggert hat, bewusst oder unbewusst, und dann hast du ausgeholt mit deinen Schwertern. Ne, also aus der Wut heraus vielleicht auch manchmal. Ne? Hier hat dich jemand wirklich an den äußersten Rand gebracht, ne? Und dann hast du aus deiner Wut heraus geschossen. Verbal geschossen. Und ich krieg rein, dann das. Du weißt dann auch ganz genau, wo beim Gegenüber die Druckstellen sind, ne? Wo die Schmerzpunkte sind, wo die Triggerpunkte sind. Ne? Das ist wie bei der Massage, wo die genau in diesen Punkt reindrücken, wo du an die Decke gehen könntest. So ist es mit der Kommunikation. Und das darf transformiert werden. Also es geht hier viel um Kopfenergie, um Kommunikation, um Sprechen. Schauen wir mal. Und dann liegst du hier als Königin der Schwerter. Königin der Schwerter kann ein Luftzeichen sein, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Du hast dich hier allerdings abgewendet, ne? Und das ist gut. Also du wendest dich hier ab von dieser negativen Kommunikation, von dieser leidvollen Kommunikation, von diesem Schmerz, von dieser Bürde, von dieser Schwere. Und was ich sehr spannend finde, du hast hier immer einen Begleiter an deiner Seite. Hier ist es ein Wolf und hier haben wir einen Stier. Sehr kraftvolle Tiere auch. Ne? Also dieser Stier sagt mir auch, du findest wieder in deine Kraft. Du bist in deiner Kraft, du sitzt auf deinem Thron. Du triffst gute und klare Entscheidungen für dich. Du sprichst deine Wahrheit.
Du sprichst klar über deine Wünsche, Werte und Bedürfnisse. Und du hast ja auch einen sehr erhabenen Blick und auch so ein Lächeln. Ich weiß gar nicht, ob ihr das richtig seht hier in der Kamera. Ja, also du, das ist eine Energie von, ich habe es geschafft, ich habe es hinter mir und ich treffe jetzt nur noch Entscheidungen, die gut für mich sind. Ich spreche meine Wahrheit. Ob das andere verstehen oder nicht verstehen, spielt keine Rolle, ne? Das ist so, du sprichst deine Wahrheit. Wenn dich jemand verbal angreift, ne, dann sprichst du deine Wahrheit und dann triffst du wahrscheinlich auch Entscheidungen, hier aus diesem Feld rauszugehen. Ne, das fällt dir dann nicht schwer. Die Königin der Schwerter, die steht klar für sich ein. Die hat auch eine hohe Intelligenz. Ne? Also die denkt natürlich auch viel, aber da ist auch viel Intelligenz da und auch, die ist sehr, sehr wortgewandt. Ne, also wenn dir hier einer jetzt, ja, wenn dir hier einer ans Bein pisst, ne, dann, also du bist verbal so versiert, ne, also das macht dir nichts und du weißt auch dann, wenn hier einer so negativ in deinem Feld ist, wessen Geisteskind dieser Mensch ist. Also du weißt dann, okay, du stehst da irgendwie drüber, ne? Also das ist wer so eine Kommunikation anstrebt, der ist mit sich selber nicht zufrieden, ne? Der feuert seine negative Energie raus, weil man sich selber nicht erträgt, ne? Man feuert das aber dann an andere Menschen raus. So kriege ich das rein. Und da wendest du dich ab. Da wendest du dich ganz klar davon ab. Von einer nicht wertschätzenden, von einer nicht respektvollen, von einer destruktiven Kommunikation, einen Umgang auch, ne? Wo du dir vielleicht früher Gedanken drüber gemacht hast, warum, wieso, weshalb, wo du vielleicht auch Leid hattest, Schmerzen hattest, aber die Karte sagt mir, du hast diese Berge erklommen. Ne? Hier habe ich es auch nochmal mit der Königin der Schwerter. Setz dich auf deinen Thron, du weißt genau, du bist in deiner Kraft. Hier habe ich einen Stier. Der ist nicht aufzuhalten. Du weißt, du bist die Königin der Schwerter, du triffst gute, klare Entscheidungen für dich und für dein Leben und du sprichst deine Wahrheit. Und du wendest dich auch von sowas hier ab. Ganz klar. Das brauchst du nicht in deinem Leben. Du merkst jetzt sofort, da ist eine negative Energie. Du gehst da raus. Manchmal gehst du auch einfach raus, ohne was zu sagen, weil das ist einfach verschwendete Energie und Zeit, sagst du dir. Du wendest dich davon einfach ab. Das ist für dich, ja, also das kommt in deinem Feld, hat es keinen Platz mehr. So kriege ich das rein. Schöne, starke Energie. Und dann habe ich hier die 8 der Münzen. Und du nimmst das mit, was dir wichtig ist. Du bringst das, was dir wichtig ist, was dir am Herzen liegt, das bringst du ins Trockene. Na, du bringst deine Schäfchen ins Trockene. Und das ist nicht übermäßig viel. Na, ich kriege hier auch Menschen rein. Du reduzierst auch die Menschen um dich rum. Es kann Freundeskreis sein, kann Familie sein, kann Arbeitskollegen sein, alles Mögliche. Ja, du reduzierst es hier auf das, was wichtig ist, auf das Notwendige. Also das, was dir wichtig ist, das, was dir hier am Herzen liegt, Menschen, materielle Fülle, innere Fülle, das nimmst du mit und das bringst du ins Trockene und da arbeitest du weiter daran. Da arbeitest du auch. Das ist so ein Miteinander, kriege ich hier auch rein. Na, also du wirst hier auch Menschen reduzieren in deinem Umfeld auf die, die wirklich an deiner Seite sind, wo sich stimmig anfühlt, die treu sind, die loyal sind, die ehrlich sind. Das nimmst du hier mit und alles andere auf so einer Ebene fällt hinten runter. Da wendest du dich einfach ab. Das ist ohne was zu sagen, das ist einfach, nee, damit musst du dich nicht mal beschäftigen. Ne? Also du nimmst das mit,
Was dir wichtig ist, das bringst du ins Trockene, das schützt du auch und arbeitest auch weiter dran. Und du arbeitest auch weiter an deinen Wünschen, Werten und Bedürfnissen. Ne? Das geht einher mit dem, dass du das mitnimmst, was dir wichtig ist. Starke Energie, eine sehr kraftvolle Energie kriege ich hier rein. Und dann habe ich hier die 5 der Stäbe. Wenn du das tust, ne? Wenn du dich abwendest von Menschen, wo du das Gefühl hast, nee, brauche ich nicht mehr, ist überhaupt nicht meine Energie und tut mir nicht gut, will ich nicht mehr, dann gibt es hier ein Gerangel im Außen. Ne? Dann gibt es hier ein Gerangel, dann gibt es hier auch so Konflikte, ne? Wo sich diese Menschen nochmal in dein Feld einmischen wollen oder dich nicht gehen lassen wollen. Dich auch festhalten wollen in dieser niederschwingenden Energie, was du dann natürlich beobachten kannst, ne? Du bist vielleicht hier die Person im Außen, dass sich diese Menschen vielleicht auch gegenseitig die Köpfe einschlagen, sich dann wieder jemand anders suchen, wo sie ihre Negativität drauf projizieren können. Ne? Also das sind Menschen, die sind unreflektiert, die haben überhaupt keine Ahnung, wie sie im Außen wirken. Und warum sie das tun, da ist keine Innenschau da. Ne, da ist nicht so, warum passiert mir das jetzt, warum verhalte ich mich denn so? Nee, das ist dort nicht da. Da wird immer in außen eine Projektionsfläche gesucht, wo man drauf hämmern kann. Und das kannst du im Außen dann beobachten, weil du hast dich ja hier abgewendet. So, und dann schauen wir mal. Und dann haben wir hier noch die 6 der Kelche. Okay, also ich kriege das so wie so eine Energie für sich rein, ne, dass du dich von Menschen abwendest, die nicht gut sind, die hier eine negative Kommunikation anstreben, dass du nur das mitnimmst, was dir wichtig ist. Und dann habe ich hier die 6 der Kelche. Jemand aus deiner Vergangenheit kehrt zurück in dein Leben. Das ist jemand, der liegt dir am Herzen. Und du liegst diesen Menschen auch am Herzen. Das könnte sein, wenn du dich hier im Feld von dieser Negativität verabschiedest, dass hier jemand in dein Feld kommt, der auch so eine Seelenverbundenheit mit dir hat. Ne? Das kann ein Seelenpartner sein, eine Seelenliebe sein, jemand, mit dem du seelisch verbunden bist. Das könnte auch jemand aus anderen Leben, aus anderen Zeiten sein. Das könnte jemand sein, den du schon kennst, ne? Mit dem du bereits eine Vergangenheit hattest. In diesem oder in anderen Leben oder beides. Und dadurch, dass du hier aufräumst und nur das Nötigste mitnimmst, kommt dieser Mensch in dein Leben. Das kann aber auch die Energie bei diesem Menschen sein, dass ihr gerade beide so in dieser Energie des Aufräumens seid und merkt, mit welchen Menschen möchte ich denn weitergehen? Mit was möchte ich denn weitergehen? Was ist mir wichtig? Was nehme ich mit in Richtung Zukunft? Und dass es bei diesen Menschen auch so ist. Also hier ist eine starke, liebevolle Herzensenergie. Und du könntest diesen Menschen schon lange kennen, weil hier habe ich Kinder, die zusammen spielen. Und dann habe ich hier ein älteres Pärchen. Also dieser Mensch, der hier zurückkommt in dein Feld, das hat dann Bestand. Das ist was von Dauer. Ne? Also dieser Mensch, der ist dann ganz, ganz lange in diesem Leben an deiner Seite. So kriege ich das rein. Und das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass du hier Platz schaffst. Na, in deinem Leben. Und nur das mitnimmst, was wertvoll ist, was lichtvoll ist, was gut ist, was loyal, treu und ehrlich ist. Na? So kriege ich das rein. Und dann kommt hier jemand in dein Feld. Und genauso kriege ich das bei diesem Menschen rein, dass dieser Mensch auch aufräumt in seinem Feld. Das muss nicht unbedingt in Liebesdingen sein, das kann auch freundschaftlich sein, kriege ich gerade noch rein. Also für die, die hier auf die Liebe schauen, dann wird es wahrscheinlich jemand sein, mit dem du liebevoll verbunden bist. Ich kriege aber auch Freundschaft rein, weil hier habe ich jemand an deiner Seite und hier habe ich jemand an deiner Seite. Das kann auch freundschaftlich sein. Für die, die nicht auf die Liebe schauen, das kann auch hier jemand, kann auch jemand auftauchen oder wieder auftauchen,
mit dem du freundschaftlich verbunden sein wirst und es wird von Dauer sein. Also der begleitet dich dann bis zum Lebensabend. So kriege ich das rein. Weil du hier Platz schaffst, weil du hier ausmistest, aussortierst. All das, was nicht mehr stimmig ist. Menschen, Gedanken, Ängste. Hier, der Sensenmann nimmt das alles mit. Also cuttet das, ne? Nicht, dass ihr denkt, da nimmt die Menschen wirklich mit. Nee. Das wird hier wie Man in Black, das wird ausgelöscht. Aus deinem Leben, aus deinem Gedächtnis. So kriege ich das rein. Spannend. So, dann schauen wir nochmal unter das Kartendeck hier. Und dann habe ich hier den Ritter der Kelche. Für die, die auf die Liebe schauen, ist es hier ein Gegenüber, der sehr gefühlvoll auf dich zukommt, aber erstmal noch ein bisschen unsicher ist und ein bisschen ängstlich ist, weil man trägt hier nämlich noch die Ritterrüstung. Na, da versteckt man auch seinen Kopf, da versteckt man auch seine Augen. Also hier hat auch jemand noch ein bisschen Schiss, noch ein bisschen Angst, ist zwar hier auf dem Weg mit einem gefüllten Kelch, vielleicht auch mit einer Entschuldigung, mit einem Riesenfisch, ne, der hier ins Wasser eintaucht. Hier kommen die Gefühle wieder ins Fließen. Hier hat allerdings noch jemand Angst, sich wahrhaftig zu zeigen, sein Innerstes zu zeigen, seine Gefühle, seine Emotionen zu zeigen, seine Ängste vielleicht auch zu zeigen. Ja, versteckt man noch ein bisschen unter dieser Ritterrüstung, aber hier ist jemand auf dem Weg zu dir. Hier könnte auch eine klärende Kommunikation anstehen, wenn du diesen Menschen schon kennst. Da war vielleicht in der Vergangenheit dieses Destruktive, dieses ich diskutiere dich an die Wand, ich will Recht haben. Ich weiß auch genau, wo ich dich antriggern kann, in welchen dunklen Fleck ich mit meinem Schwert spieße. Das wird transformiert, das geht raus. Ja, das könntest du vielleicht auch mit diesem Menschen gehabt haben und es transformiert sich. Aber ich kriege hier auch auf jeden Fall Menschen rein, die sich null reflektieren, die das wirklich immer wieder machen und von denen wendest du dich ab oder hast du dich bereits abgewendet. Ja, und du hast hier Platz geschaffen und dann kann hier jemand in dein Feld kommen, der genau das Gleiche durchmacht oder durchgemacht hat und hier Platz geschaffen hat und wo jetzt wieder eine liebevolle Kommunikation stattfinden kann. Spannend. Also es musste erst was ausgereinigt werden, damit hier Platz ist in deinem Feld. Damit dieser Mensch zurückkommen kann. Also manche kennen diesen Menschen und manche kennen diesen Menschen aus einem anderen Leben, aus einer anderen Zeit. Das wird aber von Dauer sein. Wenn dieser Mensch zurückkehrt, das wird stabil sein, das wird von Dauer sein. Okay, jetzt schauen wir die Zusatzkarten. Dann habe ich hier unter den 9 der Schwertern habe ich den Mond. Also hier geht es auch um diese ängstlichen Gefühle loslassen, um der Mond, das sind auch die 8 der Kelche, ne? Das ist so dieses Weggehen, weil dort nichts mehr fruchtbar ist. Dort ist kein fruchtbarer Boden mehr für dich. Dort ist bloß Leid und Schmerz und das hast du hinter dir gelassen. Das sehe ich an diesen Bergen. Du hältst dir das aber immer wieder vor Augen. Das darf im Kopf ankommen, dass es vorbei ist. Und hier habe ich den Wolf und hier habe ich den Mond. Ne, also dieser Wolf, der an deiner Seite ist, der heult so sehr diesen Mond an. Der sehnt sich so sehr nach einer gereinigten Seelenenergie, nach einer gereinigten Kopfenergie. Vielleicht, ich hau's jetzt einfach mal so raus, vielleicht solltest du mal mit diesem Wolf zusammen heulen. Zum nächsten Vollmond. Und ich glaube, der ist bald. Ne? Wir hatten doch erst Neumond, also ist der Vollmond, denke ich, Ende März. Ende März. Dann heul mal raus. Dann heul, stell dir mal diesen Wolf vor, der an deiner Seite ist. Und der ist an deiner Seite. Und dann heul mal mit dem zusammen. Heul mal alles raus. Zum Vollmond. Und lass es mal gehen. Lass es mal deine Seelenenergie und deine Kopfenergie bereinigen. Gib das mal dem Vollmond mit. So kriege ich das rein. Also hier
Und du bist auch beschützt, ne? Ich habe hier dein Haus, ne? Das kann für dein wirkliches Zuhause stehen, das kann aber auch für deine Seele, für dein Herz stehen. Du bist ja beschützt. Das ist so richtig hier schön eingebettet. Das ist vorbei. Das hast du schon, diese Berge hast du schon erklommen. Hier hinten geht die Sonne auf. Halt nicht weiter an diesem Schmerz fest. Heul das raus. Der wird sich freuen, wenn du mit ihm zusammen heulst. So, dann haben wir unter dem Tod haben wir den Storch. Also das sagt mir wieder, das bestätigt wieder die Karten, das geht raus, ne? Das wird abgeschnitten, diese negativen Gedanken, diese Ängste, diese negativen Menschen. Und hier kommt eine positive Veränderung. Ja, und der Storch steht auch für den Frühling. Die Störche kommen zurück. Wenn der Storch zurückkommt, geht hier eine positive Veränderung einher. Ja, also das wird rausgehen. Das, was du hier lange im Kopf mit dir ausgemacht hast, auch diese Ängste, die dich beeinflusst haben, immer wieder das vor Augen halten, was passiert ist, das transformiert sich. Ne? Das geht raus, das geht weg. Und hier steht schon eine positive Veränderung, hier steht schon eine positive Wende an. Hier steht auch eine positive Veränderung im tiefen Fühlen an, in den Gefühlen an. Hier wird was, hier kommt was zurück. Hier kommen positive Gefühle, kommen hier zurück. Dass du wieder Glück fühlst, dass du wieder Freude fühlst, dass du die Fülle annehmen kannst. Eine sehr, sehr schöne, erdende Herzenergie, weil ich hier das Haus habe. Dann schauen wir mal. Unter den 5 der Schwertern habe ich hier den Schlüssel. Also eine respektvolle, wertschätzende, konstruktive Kommunikation ist ja der Schlüssel. Na? Na. Das wird mit Sicherheit, wird sich auch hier die Kommunikation verändern. Deine Kommunikation, die Kommunikation mit Menschen, mit denen du dich umgibst. Na? Vielleicht findet hier doch bei diesen Menschen noch eine Reflexion statt, eine Innenschau statt. Na? Also, hier wird eine Änderung findet hier auch in der Kommunikation statt und das findet mit Sicherheit statt. Ne? Eine positive Veränderung, eine positive Wende, eine gefühlvolle Kommunikation auch. Ne? Weil ich soll noch sagen, die Menschen, die dich hier verbal auch so destruktiv behandelt haben, angegriffen haben, die haben hier ihren eigenen Berg. Ne, das passiert aus diesem eigenen Schmerz, aus dieser eigenen Angst, aus dieser eigenen Wut auf sich selber, auf das, was einem geschehen ist, heraus. Ne, und du reflektierst es aber, ne, dir ist es bewusst, warum das diese Menschen tun, was da für ein Thema dahinter steckt. Ne, du bist die Königin der Schwerter. Das ist so, als könntest du durch diese Menschen durchschauen. Ne, also du weißt das, ne? Deswegen fällt es dir ja auch leicht, dich abzuwenden, weil du weißt, die machen das aus ihrem eigenen Schmerz heraus. Ne? Das ist gar nicht gegen dich gerichtet. Warst hier wahrscheinlich nur eine Projektionsfläche. Und ja, und aber wenn dir das zu weit geht, wenn du dir sagst, hier, nee, hier ändert sich nichts, ich krieg hier null Reflexion rein von diesen Menschen, dann wendest du dich einfach ab. Ne? Dann bleiben die dort und du gehst weiter. Ne? Also wenn dir das nicht gut tut, dann gehst du einfach dort raus. Dann habe ich unter dir, unter der Königin der Schwerter, habe ich die Ruten. Also du wirst kommunizieren. Du wirst deine Wahrheit sprechen. Ganz klar. Du wirst deine Wahrheit sprechen und du wirst immer im Zuge deiner Wünsche, Werte und Bedürfnisse handeln und klare, kluge Entscheidungen für dein Leben treffen, die gut für dich sind. Du bist in deiner Kraft. Das nehme ich hier mit diesem Stier wahr. Und wenn dir hier jemand, ich sag's wieder, ans Bein pisst, dann kannst du auch wirklich scharf schießen. Ne? Dann kannst du wirklich scharf zurückschießen. Also du bist dann auch so in dieser das ist Skorpionenergie. Die wissen genau, wo dein Wunderpunkt ist und die brauchen nur einen Satz und dann, die wissen genau, was sie sagen müssen. Das kann aber auch sein, dass du die Menschen dadurch in ihren Prozess treibst. Na, ich krieg das gar nicht böse rein. Du treibst die Menschen mit dem, was du sagst, mit dem, was du verbal sprichst, auch in ihren Prozess. Das ist auch Skorpionenergie. Na, also hier
darf. Also du sprichst auf jeden Fall sehr, sehr würdevoll, sehr intelligent, krieg ich rein, sehr wortgewandt. Schöne, schöne Energie der Königin der Schwerter. Und du stehst für dich und für deine Wahrheit ein und für dich und was dir gut tut. Ne? Ganz klar. Also hier wird mit Sicherheit Kommunikation stattfinden, die sich transformiert, die sehr gefühlvoll sein wird. So, dann habe ich unter den 8er Münzen habe ich den Anker und es möchte sich verankern. Nämlich das, was du hier mitnimmst, was dir gut tut, was dir wichtig ist. Na, was du hier mitnimmst, das wird sich verankern. Na, und das geht noch schönen Zeit entgegen. Hier habe ich so, ja, so Reisen auch und ich habe hier eine schöne Energie. Das nimmst du an einem schönen Platz mit, an einen schönen Ort mit. Na, also du bringst hier deine Schäfchen ins Trockene. Die Menschen, die dir wichtig sind, materiell, was dir wichtig ist, ne, so energetisch, was dir wichtig ist, nimmst du alles mit einem schönen Ort, wo es gedeihen kann, wo es sich verankern kann. Ne, es würde dann ein Portal aufgehen in eine schöne neue Welt und dann nimmst du das mit, was dir wichtig ist und dort kann sich das verankern und kann erblühen. Und diese Kommunikation, die sich hier wandelt, das wird auch von Dauer sein. Ne? Also das, was kommunikativ in der Vergangenheit so destruktiv war und nicht wertschätzend war, nicht respektvoll war, aus der Angst heraus war, aus der Wut heraus war, das wird sich ja wandeln und das wird stabil werden. Ne? Jetzt klingelt es hier bei mir, also ist ein Zeichen. Also ein eindeutiges Zeichen mit dem Klingeln, dass sich diese positive Kommunikation, diese gefühlvolle Kommunikation verankern wird. Also ich kriege hier mit den 6 der Kelchen und mit dem Anker was Dauerhaftes rein, was bleibt. Na? Und wie gesagt, die Menschen, die das nicht in deinem Leben anstreben, na, die immer wieder hier versuchen, dir ans Bein zu pissen, da wendest du dich einfach ab. Na? Und das, was dir wichtig ist, nimmst du mit und dort wird sich auch eine positive Energie verankern, eine positive Kommunikation verankern, eine gefühlvolle Kommunikation verankern. Ja, das wird mit Sicherheit stattfinden. So, jetzt schauen wir unter den 5 der Stäben und dann habe ich hier den Berg. Na, und das hat dich belastet, ne? Dieses Destruktive, dieses Manipulative auch manchmal. Ne, das hat eine Blockade erzeugt. Also diese Menschen, die vielleicht auch Energie gezogen haben, die sich hier eingemischt haben, die ihren Senf dazugeben, ungefragt, ne, vor allem, das ist ja immer das Beste, ungefragt, Menschen, die ungefragt ihren Senf dazugeben und ihre Meinung äußern, ne, da kriege ich auch Wut. Also ich kann das durchaus verstehen. Das hat eine Blockade erzeugt. Das hat eine Blockade in deinem Denken erzeugt, in deiner Kommunikation auch erzeugt, in deiner Seele, in deinem Herzen erzeugt, in deinem Fühlen erzeugt. Nichtsdestotrotz ist hier ein Baum gewachsen und ich finde es sehr spannend, dass ich heute für die Deko den Baum gewählt habe. Der wollte einfach mit hin. Ich fühle mich ja da immer vorher ein bisschen rein. Was kommt an Deko hin? Welche Karten wollen heute mit uns sprechen? Und das ist sehr spannend, ne? Also hier haben wir auch wieder. Das sagt mir wieder, das ist schon überwunden. Dieser Schmerz, das Leid, die Ängste, ne? Und hier hat sich dieser Baum, in dieser kargen Wüste, hat dieser Baum aber gesagt, okay, ich wachse hier. Also das sagt mir auch, du bist so ein ganz, ganz helles Licht, in einem Umfeld, wo viel solche Menschen sind. Ne? Also du hast dich dort bewusst hingepflanzt, damit du dort Licht ins Dunkel bringst. Das kriege ich auch noch rein. Ne? Also hier, das ist, der Baum wächst ja hier auch am Abgrund. Ne? In der kargen Wüste, wo alles pupstrocken ist. Pupstrocken bedeutet, hier ist auch nicht viel Gefühl da im Umfeld. Und am Abgrund. Ne? Also no risk, no fun, ne? Also, das wird auf jeden Fall hier
Dadurch, dass du dich dann hier auch abwendest von dem, was nicht stimmig ist, ne, von diesen Menschen in deinem Feld, wo die sich gegenseitig auch dann die Köpfe einschlagen, wenn du dich rausgezogen hast, wo die dann wieder andere Projektionsflächen finden, dann wird's ja auch wieder, kommt ja auch wieder mehr Wasser, ne? Weil mit dem Mond, das ist ja Wasserenergie, Gefühlsenergie, und hier ist der Storch, der kommt ja auch im Regen wieder zurück. Also das wird hier befeuchtet werden. Du musstest hier irgendwie durch diese Blockade, damit du wieder an deine Wasserquelle kommst. Und damit meine ich deine Emotionen, deine Gefühle. So kriege ich das rein, damit du wieder an deine Wasserquelle kommst. Spannend. Sehr, sehr spannend. Und das hat wirklich was damit zu tun, dass du hier Platz schaffst, damit du dein Feld bereinigst. Von Menschen, mit denen du kommst ja auch gar nicht mehr klar. Das ist einfach so eine Energie, wo du das sagst, nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Und dann habe ich hier unter den sechs der Kelchen habe ich das Schiff. Also hier kommt jemand in dein Leben zurück, wo hier auch eine ganz, ganz große Sehnsucht ist. Also dieser Mensch, der hier zurückkommt, der hier stabil bis zum Lebensabend bleibt, der hat eine ganz, ganz große Sehnsucht nach dir. Ihr könntet hier eine große Sehnsucht nacheinander haben. Ihr könntet auch beide Sehnsucht nach Reisen haben, also die Welt zu erkunden, viel zu reisen. Das könnte auch sein, wenn dieser Mensch in dein Feld kommt, stehen hier Urlaube an, stehen hier Reisen an. Das kriege ich auch, ne? Und das werdet ihr auch ganz, ganz lange, bis ins hohe Alter gemeinsam tun. Eine schöne Energie. Hier ist jemand auf dem Weg zu dir. Das ist ja auch eine Bewegungskarte, ne? Das ist auch eine Bewegungskarte. Also hier kommt jemand in dein Feld, der Sehnsucht nach dir hat. Und ja, ich krieg rein, genau diesen gleichen Prozess durchmacht und durchgemacht hat wie du. Und ihr werdet wieder aufeinander zusteuern. So kriege ich das rein. Und dann schauen wir nochmal hier unter das Kartendeck. Und dann habe ich hier dich. Dann habe ich hier dich. Und dann habe ich hier diesen Menschen. Na, also hier kommt jemand auf dich zu, hier kommt jemand in dein Feld, der dir ähnliche Dinge erzählen wird, was in der Vergangenheit passiert ist. Na, mit diesen destruktiven Menschen, von denen man sich abwendet. Also ich krieg so rein, ihr schafft gerade beide Platz in eurem Feld, dass der andere den Platz einnehmen kann im Feld. Kriege ich ganz klar rein. Und hier wird zwischen euch wird sich auch die Kommunikation zum Positiven wenden. Hier ist eine ganz große Sehnsucht nacheinander da. Wie gesagt, für die, die nicht auf die Liebe schauen, wird es in der Freundschaft sein. Und ja, alles andere wird sich finden und wird sich fügen. Ja, also du stehst für dich ein, sprichst klar deine Wahrheit, wendest dich ab von dem, was absolut nicht mehr stimmig ist. Du spürst es auch sofort, wenn Menschen in deinem Feld sind, in deiner Nähe sind, was da für eine Energie ist. Die Königin der Schwerter, die weiß, das ist wie so, als könntest du durch diese Menschen durchschauen und weißt sofort, aha, so oder so eine Energie ist das. Ja, und dann hältst du dich bedeckt, dann grenzt du dich ab und gehst auch einfach raus. Ne? Also du umgibst dich ja wirklich nur noch mit dem, was für dich wichtig ist, was für dich stimmig ist. Das bringst du mit ins Trockene. Das bringst du mit in diese neue Welt. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schöne, spannende Energie. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz, ganz sehr, dass ihr bisher zugeschaut habt. Wenn ihr mir ein Abo dalassen wollt, würde ich mich ganz sehr freuen. Über einen Daumen hoch und über einen lieben Kommentar freue ich mich natürlich auch. Und dann sehen wir uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut, schöne Zeit.